Lass dich nicht von den Coaches abziehen, denn die Coaches ziehen dich ab und du weißt nichts davon. Hey Mann, willkommen zurück. Schön, dass du wieder hier bist. Heute mit dem Thema, du hast es schon im Titel gelesen oder auch eben im Teaser gesehen. Lass dich nicht verarschen, Bezug auf Coachings. Und selbst wenn du jetzt nicht überlegst, mal ein Coaching zu machen in dieser Richtung, ist es, glaube ich, ein sehr wichtiges Video, damit du mal verstehst, wie dieser Markt oder was überhaupt passiert hier mit Flirt-Coaches und Flirt-Trainern und was da alles auch teilweise für einen Schabernack getrieben wird. Ich habe letztens mit jemandem telefoniert, beziehungsweise öfter mit Leuten, die dann zu mir ins Coaching kommen, und da erfahre ich immer wieder, was manche Trainer den Leuten da tatsächlich anbieten. Ja, also große Trainer, von denen du denkst, hey, das sind echt coole Jungs, die sind echt toll, bieten dir halt eine unglaubliche Scheiße an. Ja, als ich damals angefangen habe, Coachings zu geben, bei den Flirt-Profis war das auch so, dass wir Wochenend-Coachings immer gemacht haben, und das ist auch das, was du meistens im Markt angeboten bekommst, Wochenend-Coachings. Ja, da kommst du dann zu dem Typen irgendwie in die Stadt oder er kommt zu dir, das mache ich ja auch so, aber dazu gleich noch mehr, und dann coacht er zusammen mit dir ein Wochenende, ja, einen Freitag und einen Samstag, vielleicht geht ihr noch abends irgendwie raus. So, das ist meistens so ein klassisches Coaching, und das ist das, was die meisten dir anbieten. Ja, und das ist das, was die meisten dir auch für mega, mega hohe Preise anbieten, die dann erzählen, hey, das ist voll der Shit. Und manche bieten dir sogar an, also bei manchen Anbietern zahlst du massive Preise dafür, dass du ein Gruppencoaching machst ein Wochenende lang. Das heißt, da ist nicht immer der Flirtcoach auf dich fokussiert, sondern du bist in einer Gruppe unterwegs und der konzentriert sich auf euch alle und du bist ein Wochenende mit dem unterwegs. Und hast du schon mal irgendetwas an einem Wochenende gelernt? Wie lange hast du gebraucht, um Fahrradfahren zu lernen? Wie lange hast du gebraucht, um irgendwas zu lernen in deinem Leben? Vielleicht hast du ja mal Klavier gespielt oder Gitarre oder in der Schule für einen Test zu lernen. Nicht mal das hat an einem Wochenende ordentlich funktioniert. Wie willst du, ich verstehe das auch überhaupt nicht, ich kann das nicht nachvollziehen, wie glaubt man, dass jemand an einem Wochenende lernen kann, besser mit Frauen zu werden? Na klar, du kannst dir an einem Wochenende mal jemanden anschauen und uns ein bisschen Feedback geben, aber das hilft doch niemandem. So, das hilft doch niemandem. Ich glaube 90% der Leute da draußen, die zum Beispiel in so ein Coaching gehen, und ein Coaching ist super sinnvoll, einen Coach zu haben, jemanden zu haben, der weiter ist als du in etwas und der dich begleitet, ist das Sinnvollste, wo du Geld rein investieren kannst. Ja, ich bin gerade in einem Business-Coaching, in das ich Geld investiert habe, und ich bin erst am Anfang dieses Coachings und das war es schon mehr als wert. Das ist eine der besten Investitionen, die du tun kannst, wenn du einen der Lebensbereiche verbessern willst, mit Abstand. Aber du musst den richtigen Coach finden. Du musst verstehen, was die Leute dir da andrehen. Weil es ist halt auch heute einfach so Trend zu sagen, ja, ich bin Flirt- und Dating-Coach. Und dann kommen halt irgendwelche Leute auf den Markt und sind so, ja, ich habe jetzt eine Frau angesprochen und jetzt bin ich hier Flirt- und Dating-Coach und ich weiß überhaupt nichts über irgendwas. Und das ist halt, pass auf, die Leute kommen hin und die sagen dir irgendwelche hohen Preise und wollen dir dann Wochenende coachen, und dann, das ist unfassbar so. An einem Wochenende wirst du das nicht lernen können. Wenn du in einer Gruppe mit Leuten unterwegs bist, du bist ein Wochenende unterwegs mit dem Coach, wird der nicht viel Zeit für dich sich nehmen können. Da kann der kann noch so gut sein, der Coach, das ist einfach eine Zeitfrage. Wie soll der das denn machen? Das geht ja nicht, das ist zeitlich, ja. Ich pack das halt einfach nicht. Das heißt, wenn du mal mit jemandem telefonierst und der macht dir so ein Angebot, lauf weg oder frag ihn nach was anderem. So, ich mache es zum Beispiel so, und die Leute, die bei mir waren, kennen das, ich begleite die Leute über 3 Monate. Da bist du zweimal bei mir im Live-Coaching an 2 Wochenenden, also ein Wochenende und noch ein Wochenende. Wir sehen uns also zweimal, und in der Zwischenzeit betreue ich dich. Wir telefonieren jede Woche und schreiben fast jeden Tag miteinander. So, das ist meine Betreuung. In 3 Monaten, und ich weiß das aus meiner Erfahrung, ich habe das oft genug gemacht, ich mache das seit über 5 Jahren. So, ich weiß das. Schon 3 Monate, in 3 Monaten das auf einen geilen Punkt zu bringen, ist eine Herausforderung. Das funktioniert. Die Leute kommen mit geilen Ergebnissen aus dem Coaching raus. Aber 3 Monate ist trotzdem immer noch ein relativ kurzer Zeitraum. Wie willst du das an einem Wochenende machen? Du brauchst mindestens mal einen Monat, wenn nicht 3, wenn nicht mehr. So, lass dir kein Bullshit verkaufen. Wenn die Leute dir von irgendeinem Wochenendkram erzählen, dann legst du auf und dann kommst du zu mir und dann sprichst du mit mir. Und ich sage das hier nicht aus, oh, ich mache jetzt Werbung für meine Coachings, sondern ich sage das, weil ich weiß, dass meine Coachings 3 Monate lang rocken. Jeder andere Trainer würde wahrscheinlich auch rocken, wenn er 3 Monats-Coachings machen würde. Aber das machen die halt nicht. Die machen ein Wochenende. Es ist egal, wie gut der Trainer ist. Der wird dir an einem Wochenende nicht dein Leben umdrehen können. Das geht einfach nicht an einem Wochenende. Der kann dich an einem Wochenende ja nicht mal richtig kennenlernen.
So, und ganz ehrlich, dann komm zu mir. Wenn dir jemand sowas erzählt, dann kommst du einfach zu mir. So, das ist einfach lächerlich. Das ist ein Witz. Klar kostet Coaching Geld. So. Und das ist auch in Ordnung, weil du buchst halt die persönliche Zeit einer Person mit viel Erfahrung. Ein Mentor. Das ist in Ordnung. Das soll auch Geld kosten. Und es ist auch wichtig, dass dich das Geld kostet, weil ansonsten hast du auch gar keine, das hast du gar keinen Antrieb, da was zu machen. Wenn ich dir irgendwas gratis hinterher schmeiße, so, dann bist du doch gar nicht motiviert. Dann denkst du dir, ja, toll, den Gratis-Kugelschreiber nehme ich mal mit. Aber das ist doch keine richtige Motivation. Aber wenn du investiert hast, Zeit sowie Geld, glaubst du nicht, dass du das dann ordentlich umsetzt? Deswegen ist Geld ein wichtiger Faktor, ja, nicht nur für den Coach, sondern auch für dich. So, es geht hier um dich. Und lass dich nicht verarschen von diesen Coaches, die dir irgendeine Scheiße anreden wollen, ein Wochenende für irgendwelche überhöhten Preise. So, mach nicht so ein Bullshit. So, dann komm zu mir. Lass dich nicht von den Coaches abziehen, denn die Coaches ziehen dich ab und du weißt nichts davon. Jetzt weißt du es. Und deswegen kurz jetzt tatsächlich Werbung in eigener Sache. Erster Link in der Beschreibung, private Beratungssession. Komm zu mir in die private Beratungssession und ich zeige dir, wie wir deinen Erfolg bei Frauen erhöhen können. Ich habe das tausende Male gemacht. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich nehme mir 3 Monate Zeit unter Umständen, wenn das alles passt, für dich. In der Zeit kriegen wir das gerissen, nicht an einem Wochenende. Lass dich nicht verarschen. Ja? Es laufen hier Leute rum, deren einziges Ziel es tatsächlich ist, Geld zu machen. Und ja, ich möchte auch Geld machen mit dieser Sache. Und das tue ich ja auch. Klar, das ist mein Job, das ist mein Hauptberuf. Aber die Leute, die bei mir waren, können das bestätigen. Es geht mir nicht nur darum. Mir ist wichtig, dass du ein geiles Ergebnis dabei rausbekommst. Ja, und dann reiße ich mir auch den Arsch für auf. Ja, ich sage mal, es gibt Coaching-Teilnehmer, denen habe ich gesagt, hey, das und das sind deine Aufgaben, mach diese Aufgaben. Und diese Coaching-Teilnehmer haben das nicht gemacht. Ich hätte einfach sagen können, okay, scheiß drauf, dann halt nicht, das ist deren eigenes Problem, dann bin ich denen halt hinterher und habe dafür gesorgt und habe denen klar gemacht, wie wichtig das ist. Mir ist wichtig, dass die Leute, die mit mir arbeiten, gute Ergebnisse bekommen. Das ist mir einfach wichtig, weil sonst, was sonst? Sonst sitze ich hier rum und denke mir, was mache ich eigentlich für eine Scheiße, wenn das sowieso niemandem hilft. Aber es hilft den Leuten, das ist mir wichtig. Ja, deine Ergebnisse sind mir wichtig. Deswegen lass dir keine Scheiße andrehen, komm zu mir, quatsch mit mir. Ganz einfache Kiste. Das war ein Video, das wollte ich unbedingt mal machen, weil ich glaube ich gar nicht, also ich glaube, die Leute wissen gar nicht, was denn draußen alles so für ein Kram angedreht und verkauft wird. Und ich höre das immer wieder von Leuten, mit denen ich telefoniere. Ich höre immer wieder, was die so für Angebote bekommen und pack mir dann einfach vor den Kopf und denke mir so, Alter, lauf weg, leg das Telefon auf. Na, sag nein zu so einem Mist. Ja, wie gesagt, der Coach kann so gut sein, wie er will, und die meisten sind scheiße. Aber der Coach kann so gut sein, wie er will. Er kann dir an einem Wochenende nicht massiv weiterhelfen. Ja, wenn das alles ist, was er dir gibt. Und wenn du da noch in einer Gruppe mit ihm arbeitest, viele Trainer machen Gruppencoachings. Warum? Es ist einfacher. Wenn ich jetzt 10 Leute auf einen Termin lege, dann muss ich mir nicht 10 Wochenenden freihalten. Bei mir kommst du ins Einzelcoaching. Ja, die machen dich in der Gruppe, weil sie das schneller abgearbeitet kriegen. Hat das was mit deinem Erfolg zu tun? Nein. Die Gruppe ist nicht besser für deinen Erfolg. Es gibt Leute, die machen Gruppencoachings über so Wochen. Ja, das ist was anderes. Wenn du mit einer Gruppe von Männern über Wochen zusammen bist, das kann sehr wertvoll sein. Aber doch nicht über ein Wochenende. So. Lass dir keinen Scheiß erzählen. Komm zu mir. Ende des Videos. Das war ein Video, was ich mal gerne machen wollte. Morgen geht es mit Content-Videos weiter. Wenn du irgendeine Anmerkung dazu hast, in die Kommentare. Wenn du jetzt mich hatest, weil ich Werbung in einer Sache gemacht habe, dann gib mir halt einen Daumen runter. Dann ist es halt so. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Ich freue mich schon. Links in die Mail kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kommst du zu der privaten Beratungssession, von der ich eben gesprochen habe. Kostenlose private Beratungssession. Kannst du dich anmelden. Und rechts in der Ecke kommst du zum letzten Video auf diesem Channel. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich freue mich darauf, dich dabei zu haben. Bis dahin, ciao.